den Zuhörern, den Zuschauern zeigt, was ist da eure Idee dahinter, was bedeutet vielleicht Holacracy und dass wir das mal so in 3 bis 4, 5 Minuten uns mal kurz von euch zeigen lassen. Sehr gerne. Gut, ich kann mal gerne anfangen mit, sagen wir, den Schmerzen, die wir hatten. Also wir haben uns ja vor einem Jahr, Patrick, du ergänzt mich, denke ich, da immer dann. Wir haben vor einem Jahr uns mal die Frage gestellt, wie machen wir eigentlich mit unserem Produktmanagement weiter? Also wir sind jetzt nicht von der Marketing-Vertriebsecke gekommen, wo das mittlerweile auch Auswirkungen hat, aber wir haben eigentlich gestartet beim Thema Produktmanagement. Das heißt, wir hatten da, sagen wir, Schmerzen, die, glaube ich, für viele nachvollziehbar sind, eine hohe Komplexität im Produktmanagement. Wir haben eine Lösung für Vertrieb, Marketing und Service. Das heißt, man muss am besten über alle Professionen Bescheid wissen, die Anforderungen priorisieren, aufnehmen, den Kontakt zu den Stakeholdern halten. Und da gibt es natürlich auch das Entwicklungsteam oder die Entwicklungsabteilung, die das umsetzt, bis hin das Produkt, was beim Kunden letztendlich dann ankommt. Und da haben wir uns gefragt, wie können wir das in der Zukunft denn irgendwie anders gestalten, cross-funktionaler denken, um die Teams wirklich dann die Wirksamkeit und auch in die Sichtbarkeit zu bringen. Und damals haben sich der Johannes und ich, der Johannes ist mit mir Geschäftsführer bei der Tito Hingesessen, und gesagt, wie möchte man da ein Modell mal finden für die Zukunft? Und uns war es waren zwei Sachen extrem wichtig. Einmal das Thema Cross-Funktionalität, also wirklich verschiedenste Professionen bis hin zum Kunden reinbringen. Und das zweite war Selbstorganisation. Also wie schaffen wir es jetzt, nicht ein Konstrukt aufzubauen, das wieder klassisch aus der Hierarchie kommt. Das heißt, da machen sich Leute im Management Gedanken, wie die Struktur zukünftig sein könnte, sondern wie schafft man ein Framework oder eine Rahmenbedingung im Unternehmen, dass sich das perspektivisch weiterentwickeln kann, und zwar von jedem Adito. Also das war so die große Idee. Und wir haben uns dann auf eine Reise begeben, haben auch den Aditus sehr früh schon gesagt, dass wir jetzt uns transformieren wollen zu einer Form, die wir noch nicht wissen. Ja, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Das war eine sehr spannende Konstellation. Aber haben da alle sehr früh abgeholt und haben dann gesagt, wir gründen ein Team, One Adito. Da ist der Patrick Teil davon, der Johannes, ich, aber auch noch andere Aditos. Wir haben da ganz spannende Rollen drin, wie Evangelisten zum Beispiel, die sich darum kümmern, dieses Mindset in die Firma zu bringen. Und da haben wir gesagt, jetzt schauen wir uns mal an, was gibt es denn so am Markt? Ja, also welche Frameworks und Methoden gibt es denn? Wir haben uns Holacracy angeschaut, sowohl die Vierer als auch die Fünfer. Wir haben uns Soziokratie 3.0 angeschaut. Wir haben uns das kollegial geführte Unternehmen angeschaut. Und dann gibt es ja noch vieles mehr, wie Less Safe, Spotify-Modell. Und die haben wir alle, ja, sagen wir mal, gescreent. Und wir und unserem Team, Patrick, haben die ja intensiv uns durchgeschaut, haben die Vor- und Nachteile davon bewertet. Das war auch Teil von meinem LinkedIn-Post. Und haben dann drei in die engere Auswahl genommen: Holokratie 5.0, Soziokratie 3.0 und das kollegial geführte Unternehmen. Und sind da wirklich tief eingestiegen und haben angefangen, die auszuprobieren. Wie fühlt sich das an? Welche Vor- und Nachteile hat das? Und haben dann eben festgestellt, und das ist, glaube ich, jetzt gerade der spannende Teil, dass keins perfekt auf die Adito passt. Und haben dann gesagt, naja, machen wir doch ein Adito-Framework. Das heißt, wir sind wirklich hergegangen und haben gesagt, welche Schmerzen haben wir, wie können wir die am besten lösen, und haben ein Adito-Framework geschrieben. Das passiert zu großen Teilen auf der Holokratie. Da haben wir gewisse Artikel aus der Verfassung übernommen, haben das aber gespickt mit Input aus der Soziokratie und haben eben auch versucht, unsere eigenen Gedanken, was uns so antreibt, damit reinzubringen. Und Patrick, du kannst gerne ein bisschen was über das Adito-Framework erzählen, dass du das einfach mal erklärst. Und ich würde dann zum Schluss nochmal auf, sagen wir, den aktuellen Stand dann auch eingehen. Genau, ich würde einfach mal eine Folie dafür teilen. Ich glaube, das macht es einmal ein bisschen transparenter. Tobi hat ja gerade schon vorher gesagt, unser Adito Framework basiert zu großen Teilen auf Holacracy, auf Holacracy Version 5.0. Und wenn man mal auf dieser Folie sich anschaut, was ist denn das Kernelement von Holacracy? Das ist letztendlich die Arbeit in Kreisen, in Rollen und sag mal, die Distribution von Autorität und Macht auf jeden im Unternehmen. Also weg von der, wie man rechts sieht, von der klassischen hierarchischen Personenhierarchie, wo wirklich CEO über Management, über mittlere Management, über Teamleads stehen, hin zu einer Purpose-Hierarchie auf der linken Seite, wo Rollen in einem Kreis wirken, der wiederum in einem Kreis wirkt und immer auf den nächsthöheren Kreis einfach einzahlen muss vom Sinn und Zweck her. Aber nimmer die Person übereinander steht im Sinne von, ich sag dir als übergeordneter Mensch, was du als untergeordneter Mensch zu tun und zu lassen hast, hinzu, ich als übergeordneter Kreis spanne den Sinn und Zweck des untergeordneten Kreises und lasse dann darin die Rollen aber wieder in der Selbstverantwortung arbeiten. Ich gebe ihnen quasi einen Sinn und Zweck mit, gebe ihnen ein paar Verantwortlichkeiten mit und sage dann, wie ihr das aber jetzt konkret macht. Ist euer Ding, sind eure Rollen, füllt die, erweckt die zum Leben und tut alles, was nötig ist, um den Purpose zu erfüllen. Das ist mir vielleicht so im Großen und Ganzen das, was Holacracy mit sich bringt. Und
Im Adito-Framework ist dann eben so, dass wir diese Art zu arbeiten noch gewürzt haben durch gewisse Ansätze aus der Soziokratie 3.0, sagen wir Entscheidungsfindungsprozesse. Da gibt es in Holacracy einen, das ist der Consent-Entscheid. Es gibt noch weitere Entscheidungsfindungsprozesse, die wir spannend finden, die wir eben dann mit reinnehmen in unser Adito-Framework, so zum Beispiel. Ja. Wichtig ist auch noch zu wissen, dass wir bei unserem Framework trennen zwischen der operativen Arbeit und der Arbeit an unserer Organisation. Das ist quasi einmal das Tactical und das ist das Governance auf der anderen Seite. Das Tactical ist dafür da, dass wir an operativen Fragestellungen arbeiten, dass wir uns Informationen teilen, Informationen einholen, neue Projekte ins Leben rufen, Checklisten und Metriken prüfen, wo steht der Kreis, wo steht quasi, wo ist halt die Gesundheit des Kreises, erfüllen wir unseren Sinn und Zweck jetzt gut, erfüllen wir unsere Ziele und dann gibt es aber das Governance auf der anderen Seite, wo wir wirklich miteinander daran arbeiten, neue Rollen ins Leben zu rufen, Rollen vielleicht auch wieder abzuschaffen, die man nicht mehr braucht. Wie ist der Purpose von der untergeordneten Struktur? Welche Verantwortlichkeiten sollen da erfüllt werden? Und da ist jeder Adito jetzt verantwortlich und nicht mehr vielleicht in der klassischen Welt der Elfenbeinturm, der sich ganz oben überlegt, was denn die Organisation braucht, um gut zu arbeiten, eine Organisationsstruktur vorgibt und sagt, so funktioniert es, hinzu, wir lassen alle 130, du hast gerade vorher schon gesagt, ein Drittel jetzt davon, aber in unserem Zielbild, alle 130 Aditos an unserer Struktur arbeiten und jeder ist gefragt zu schauen, was braucht es in dieser komplexen, sich schnell wandelnden Welt an Rollen, um den Kreis zum Leben zu erwecken. Genau. Genau, ich habe da noch zwei Ergänzungen, wo, sage ich mal, der Pfeffer sozusagen auch im Adito-Framework liegt, um das sich jetzt auch die Holokratie zum Beispiel nicht so kümmert. Wir haben zum Beispiel auch das Thema Personal Coach ins Leben gerufen. Das heißt, es gibt ja diese Kreisleads, also die verantwortlich sind für den Purpose eines Kreises, aber dann gibt es ja auch die Menschen im Unternehmen und die Holokratie zum Beispiel kümmert sich sehr wenig darum, wie geht es denn den Menschen, wie geht es dem in der Organisation, wie kann man den weiterentwickeln. Und wir haben da die Rolle Personal Coach bei uns ins Leben gerufen. Das heißt, da geht es wirklich um das, dass man die Mitarbeiter oder die Aditos, sagen wir, bestmöglich weiterentwickelt, fördert, ans Unternehmen bindet und auch ihre Potenziale sozusagen hebt. Also man könnte es am ehesten mit der klassischen Welt mit einer disziplinarischen Führung vergleichen. Und das ist bei uns eine Rolle. Und in dem Framework ist auch festgeschrieben, dass man quasi fachliche Führung und disziplinarische Führung auch trennt im Sinne von Balance of Power Prinzip, dass es nicht mehr diese Ballung ist, ein Abteilungsleiter, der beide Kompetenzen innehat, sowohl die strategische, die personelle, fachliche, aber auch die disziplinarische. Das ist nochmal ein Thema, das wir speziell von der Adito damit reingebracht haben. Und das Zweite finde ich auch ganz spannend, ist das, sozusagen das Mindset der Denken vom Markt hin und das crossfunktionale Denken. Das heißt, die Kreise sollen sich auch nicht nur mit ihrer eigenen Profession beschäftigen, sondern immer so aufgebaut sein, dass das Produkt, was man entwickelt, nicht nur die Entwicklung drin ist, sondern auch die Product Owner, die Key User, der Vertrieb, bis hin zum Kunden soll dieser Kreis eigentlich handlungsfähig sein. Das heißt, in unserem Endvisionsbild, in Anführungszeichen, soll der Kreis das, was er entwickelt, die komplette Kompetenz haben, das bis zum Kunden durchzubringen. Mhm. Und nicht, wie man es vielleicht vorher so kennt, durch die einzelnen Silos im Unternehmen laufen muss, dann wieder zurück, wieder vor, bis dann letztendlich mal eine Marktreife da ist, sondern diese Kreise sind wirklich crossfunktional mit allem besetzt, was man braucht. Vertrieb, Marketing, Entwicklung, Business Development und so weiter. Also ich finde es schon jetzt, nachdem ich mich ja schon ein bisschen beschäftigt habe, schon vor einem halben Jahr mal zum ersten Mal, jetzt vor der Sitzung heute nochmal, super spannend, weil es zeigt einfach, ihr seid auf dem Weg und ich glaube, ihr werdet den nicht mehr umkehren, sondern das ist ein Weg, der, wie ihr gesagt habt, ist zwar noch nicht ganz klar, wo es nachher ausgeht, aber das ist, glaube ich, auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass man sich gemeinsam in diese Richtung weiterentwickelt.